In diesem Video lernst du eine Funktion kennen, die einen Wert an den Aufrufer zurückliefern wird. Ja, das, was wir hier stehen haben in VS Code, das ist zwar recht ansehnlich, eine wunderschöne Funktion, genau, aber sie stammt noch vom letzten Tutorial und hier ändere ich einige Dinge ab. Zunächst einmal den Namen der Funktion, naja, hätte ich auch letztes Mal machen können, denn ja, einfach ein Aussagesatz hier, ne? Anton Müller ist so und so viele Jahre alt, ist jetzt nicht wirklich ein Gruß. Aber egal, wir wollen uns um diese Feinheiten nicht kümmern. Ich nenne diese Funktion verdoppeln. Ja, das muss man verdoppeln, genau. Das muss man richtig tippen können. Gut, diese Parameterliste, die lösche ich und sage hier einfach Number, also diese Funktion wird nur eine Zahl, einen Wert entgegennehmen. Console.log lösche ich auch. Das hat jetzt in dieser Funktion nichts verloren, diese Anweisung. Und hier kommt stattdessen ein Schlüsselwort, return. Und was wird gereturnt? Ja, gereturnt. Ich gebe den doppelten Wert der Zahl zurück, die beim Aufruf der Funktion an eben diese Funktion übergeben wird. Also return zweimal number. So haben wir es da stehen. Das lösche ich auch. Und genau, stattdessen nutze ich jetzt den Namen der Funktion, verdoppeln. Und hier können wir mal, ja, 10. Ne? Wir können auch 19 übergeben, aber 10 finde ich persönlich schöner. Keine Ahnung warum. Ne? Ich hab's mit der Schönheit. So, dann im Terminal, der große Augenblick. Ja, ob das funktionieren wird? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich betätige die Enter-Taste und führe es mal aus. Ha, oh, nichts passiert. Ja, was haben wir falsch gemacht? Naja, strengst genommen war gar nichts falsch, aber ja, irgendwie doch. Ne? Guck mal, wir haben diese Funktion, die den Wert 10 verdoppeln soll, aufgerufen. Und diese Funktion hat jetzt aus der 10 20 gemacht. Ich denke, dafür brauchen wir keinen Taschenrechner. 2 mal 10 sind 20. Aber was passiert denn hier mit diesem Wert, der zurückgegeben wird? Ja, gar nichts. Ne? Das, was die Funktion zurückliefert, verpufft im Nirvana. Und das will ich nicht. Und stattdessen kommt hier wieder doch ein Console-Log, denn ich will den Wert ausgeben im Terminal. Und wenn ich jetzt das Programm noch einmal ausführe und siehe da, ja, wir haben hier 20 stehen. Ne? Und wenn ich jetzt ja 50 übergebe, dann haben wir 100. So. Ja, also das ist eine Möglichkeit. Du kannst den Rückgabewert einer Funktion direkt verwenden, beispielsweise, wie du es hier gesehen hast, in Console.log, aber durchaus auch in anderen Zusammenhängen. Was du aber auch machen kannst, ist beispielsweise, ja, den zurückgegebenen Wert speichern in einer Variablen oder Konstanten, wie du es hier siehst. Und hier geben wir wieder, ja, verdoppeln an. Ja, ich hätte das hier auch kopieren können. Da sagen wir mal 200. Und Console.log übergeben wir hier den Namen dieser soeben angelegten Konstanten. Und jetzt wieder ab ins Terminal ausführen. Und dann haben wir auch 400 stehen. Klar, 2 mal 200 sind, ja, genau 400. Ja. Es funktioniert und es funktioniert gut, es funktioniert richtig. Also jetzt bist du wieder, ja, hoffe ich mal zumindest, ne, ein Stückchen schlauer geworden. Jetzt weißt du, wie du in JavaScript Funktionen definieren kannst, die etwas zurückgeben an den Aufrufer, genau. Der Aufrufer, ja, das ist salopp gesagt die Stelle, von der aus die Funktion aufgerufen wird. Ne? Man sagt Caller oder Aufrufer. Gut, abonniere den Kanal. Ich gehe mal davon aus, dass du JavaScript lernen willst, sonst hättest du dir dieses Video nicht angeguckt.
Und um ja etwas richtig gut zu lernen, ist dranbleiben angesagt. Also ja, bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal.